Der Mere-Exposure-Effekt oder Effekt des bloßen Kontakts ist ein psychologisches Phänomen, bei dem wir dazu neigen, Dinge zu mögen, nur weil wir ihnen begegnet sind. Wenn du also etwas immer wieder siehst, wirst du es mögen. Das Gleiche gilt für Popsongs, Produkte und Menschen. Es sei denn, der erste Kontakt war negativ. Dann führt der Effekt dazu, dass wir sie noch weniger mögen. Wenn wir den Effekt des bloßen Kontakts in einem Diagramm mit Vorlieben auf der einen Achse und Wiederholungen auf der anderen Achse darstellen, sehen wir, dass es etwa 15 Wiederholungen braucht, bis der Effekt sein volles Potenzial erreicht. Wenn es zu viele Kontakte sind, werden die Leute genervt. Und wenn sie die Sache ursprünglich nicht mochten, kann die Wiederholung die Sache noch schlimmer machen. Für dieses Phänomen gibt es zwei Erklärungen. Die erste ist Gewohnheit. Wir bevorzugen das, was uns vertraut ist. Unser Verstand hat von Natur aus gelernt, mit neuen Dingen, die uns schaden könnten, vorsichtig zu sein. Das bedeutet auch, wenn wir etwas immer wieder sehen, ohne dass es schlimme Folgen hat, halten wir es für sicher. Das zweite ist die Wahrnehmungsfähigkeit. Wir sind auch so verdrahtet, dass wir einfache Dinge bevorzugen, die wenig geistige Anstrengung erfordern. Schwierige kognitive Aufgaben, wie zum Beispiel etwas Neues zu verstehen, erfordern viel Aufmerksamkeit und Zeit. Der Psychologe Robert Zions, der diesen Effekt entdeckte, stellte fest, dass Organismen, die etwas Neuem ausgesetzt sind, Angst empfinden. Mit jeder weiteren Begegnung mit dem Neuen nimmt die Angst ab und das Interesse zu. Und je öfter der Betrachter dem Neuen ausgesetzt ist, desto bereitwilliger reagiert er auf den einst neuen Reiz. Zions testete dann, wie die Versuchspersonen auf bestimmte Symbole reagierten, zum Beispiel auf chinesische Schriftzeichen. Den Versuchspersonen wurden verschiedene Zeichen unterschiedlich oft gezeigt und sie wurden gefragt, welche ihnen am besten gefielen. Diejenigen, denen bestimmte Symbole am häufigsten gezeigt wurden, bewerteten sie auch am positivsten. Doch Zions fand etwas noch Spektakuläreres. Mit einem Tachistoskop und einer Gruppe von Menschen setzte er jeden Einzelnen einer Reihe von zufälligen Formen aus, die so schnell wechselten, dass es unmöglich war zu erkennen, dass sich einige von ihnen wiederholten. Als die Leute später gefragt wurden, welche Formen ihnen am besten gefielen, wählten sie zuverlässig die, denen sie am häufigsten ausgesetzt waren, auch wenn sie sich dessen nicht bewusst waren. Die Ergebnisse bestätigten eine der Hypothesen von Zions. Veränderungen der Vorlieben durch wiederholte Exposition hängen nicht von früheren subjektiven und bewussten Bewertungen der Eigenschaften des Reizes ab, sondern nur von den Ergebnissen der objektiven Expositionsgeschichte. 1968 lasen Werbefachleute und Marketingmanager Zions Veröffentlichung. Einige von ihnen waren erfreut zu erfahren, dass die Wirkung auf das Gehirn stärker sein kann, wenn die Exposition von anderen angenehmen Reizen begleitet wird. Der Psychologe fuhr fort, die menschliche Psyche zu erforschen. Später stellte er fest, bei den meisten Entscheidungen ist es äußerst schwierig nachzuweisen, dass ihnen überhaupt ein kognitiver Prozess vorausgegangen ist. Es geht nicht darum, dass die Entscheidungen, die Menschen treffen, irrational sind, sondern darum, dass der Prozess, in dem Entscheidungen getroffen werden, ein völlig anderer ist als der schrittweise rationale Prozess, mit dem man zum Beispiel ein mathematisches Problem lösen könnte. Entscheidungen werden in der Regel im Unbewussten getroffen, durch einen unbekannten Prozess. Nun sag uns, welche dieser Formen gefällt dir am besten? Und warst du dir bewusst, dass du einer von ihnen mehr ausgesetzt warst als den anderen? Sag uns auch, was du von Werbung hältst. Sollten Werbeplakate aus dem öffentlichen Raum verbannt werden, wenn sie uns Dinge schmackhaft machen, die wir sonst nicht mögen würden? Der Künstler Banksy sagte, "Jede Werbung im öffentlichen Raum, bei der du keine Wahl hast, ob du sie siehst oder nicht, gehört dir." Aber hat er recht? Wenn du magst, wie wir komplizierte Ideen in einfachen Cartoons erklären, kannst du uns unterstützen. Besuche patreon.com/sprouts. Komm einfach vorbei und finde heraus, wie es funktioniert und was du davon hast. Wir hoffen, dich dort zu sehen.
Und wenn du ein Elternteil oder Pädagoge bist, besuche unsere Website sproutschools.com. Dort findest du diese und andere Videolektionen, zusätzliche Ressourcen und Aktivitäten für den Unterricht. Wenn dir dieses Video gefallen hat, schau dir auch unsere anderen Videos an und abonniere unseren Kanal. Wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, mach mit bei patreon.com/sprouts. Weitere Informationen und zusätzliche Inhalte findest du auf sproutschools.com.